Moin und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute machen wir mal wieder eins der beliebtesten amerikanischen Frühstücke, und zwar Eggs Benedict. Ja, der Name Eggs Benedict, Eier Benediktin, kennt wahrscheinlich der ein oder andere, aber was das genau ist, ja, pochierte Eier. Und zwar das Ganze dann noch lecker mit Bacon, Schinken und einem schönen englischen Muffin oder auch einem Weizen-Toasty. Ja, und das machen wir heute. Und wir fangen mal an. An Zutaten brauchen wir als allererstes natürlich zwei Eier. Dann haben wir hier Butter. Das brauchen wir ganz wichtig für eine selbstgemachte Sauce Hollandaise, die dazugehört. Hier haben wir etwas Apfelessig, etwas Öl, Salz, Pfeffer. Hier unsere Toasties. Und dann brauchen wir natürlich noch Bacon und den Schinken. Ja, fangen wir mal einfach an. Wir fangen an mit der Butter. Da geben wir einfach so ein halbes Pfund, sprich, das ist doch ein halbes Pfund, ne? Ja, 250 Gramm in einen Topf. So. Und die lassen wir langsam schmelzen im Grill. Keine hohe Temperatur, wie gesagt, die Butter soll nur flüssig werden und nicht kochen. Als nächstes nehmen wir uns zwei Eier. Da trennen wir das Eigelb vom Eiweiß. Schön vorsichtig. So. Da haben wir jetzt das Eigelb drin. Da werden wir jetzt noch etwas Salz und Pfeffer zugeben. Und einen kleinen Schuss Essig. Das gibt einfach ein bisschen Säure da dran. Nehmen wir mal so ein Esslöffelchen ungefähr. Wie gesagt, das gibt eine schöne Säure. Und das Ganze müssen wir jetzt zerschlagen. So, jetzt gehen wir damit ab zum Grill und da geht's weiter. Hier auf dem Seitenbrenner habe ich jetzt einen Topf stehen. Da ist unten etwas Wasser drin, braucht gar nicht mal so viel zu sein. Da geben wir einfach unsere Glasschüssel mit drauf und verrühren die Eier weiter. Wie gesagt, wichtig ist ständiges Rühren, damit wir eine schöne cremige Masse haben. Wenn wir das nicht auf dem Topf mit dem Wasser machen, haben wir nachher Rührei und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen eine schöne cremige Konsistenz haben. Ja, mir ist die Schüssel geplatzt, auch total geil. Scheiße. Was ist das für ein Kackding? Ja, Freunde, so kann es auch gehen im Leben. Ja, Schüssel ist geplatzt und jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich irgendwas anderes habe. So, da bin ich wieder zurück. Diesmal mit einer Metallschüssel. Wie gesagt, auch wieder Eigelb drin. Ja, keine Ahnung, warum das geplatzt ist. Man nimmt doch normalerweise dafür ein Glas. Wenn es besser wisst, belehrt mich bitte in den Kommentaren. Ich freue mich schon drauf. Ja, und wir machen jetzt einfach mal weiter. So, jetzt nehmen wir uns gleich die geschmolzene Butter. Und rühren die langsam rein. Immer schön rühren. So, wenn man jetzt nicht rührt, dann verbindet sich die Butter nicht mit dem Ei. Deswegen immer schön fleißig rühren. Wie gesagt, Sauce Hollandaise ist echt keine Soße für Leute, die abnehmen wollen. Aber durch den hohen Buttergehalt schmeckt sie natürlich gut und es sieht auch gut aus. So, und wir rühren jetzt einfach weiter, bis die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Das ist nämlich jetzt sofort der Fall. Ihr seht schon, sie wird etwas fester. Und so haben wir eine echt schöne Sauce Hollandaise, selbst gemacht. Und fertig ist das Ganze. So, hier haben wir unsere Sauce Hollandaise. Und zum Warmhalten habe ich mir mal was vorbereitet, nämlich meinen kleinen Thermobecher. Da ist jetzt schon mal kochendes Wasser drin, beziehungsweise Wasser drin gewesen. Schütten wir mal aus.
Die ist nämlich jetzt schön vorgeheizt. Und da geben wir jetzt die Soße rein. Da bleibt sie nämlich schön warm. Deckel drauf und so kann sie ruhen. Und weiter geht's jetzt mit unserem Bacon und dem Schinken. Den werden wir jetzt erstmal schön anbraten und zwar wieder auf dem Grill in der Pfanne. Etwas Öl haben wir schon in die Pfanne getan, aber nur ein bisschen. Wie gesagt, der Bacon, der fettet ja auch. So sieht das Ganze schon gut aus. Jetzt nehmen wir einfach einen Zeber, legen den Bacon da mal so ein bisschen zum Abtropfen drauf. Anschließend den Schinken genauso eben anbraten. Ja, der braucht gar nicht so lange. Noch dazu, der auch nicht sonderlich dick ist. Jetzt haben wir hier in der Pfanne schön das ausgelassene Fett vom Bacon. Das werden wir mit ein bisschen Butter vermischen und dann gleich die englischen Muffins anbraten oder Toasties, wie auch immer. Auf jeden Fall nehmen die schönen Geschmack an vom Bacon mit und sind auch schon direkt gebuttert. So, so reicht das schon, ja, leicht gebräunt, schön butterig. Nehmen wir sie mal runter. Ja, und jetzt müssen wir die Eier pochieren. Wie gesagt, wir machen etwas Salz ins Wasser, heiß. Dann geben wir noch etwas Essig hinzu. Das unterstützt also die Bindung gleich und gibt noch einen schönen Geschmack. Da geben wir einen ordentlichen Schuss mal rein. Ja, wie gesagt, das Pochieren bedeutet eigentlich, dass wir das Ei garen, ohne zu kochen. Dementsprechend Temperatur aus. Und jetzt machen wir mit einem Löffel so einen kleinen Strudel. Soll nicht zu stark sein, weil sonst das Ei auseinanderfliegt, aber man kann es jetzt hier erstmal schön reingießen. Schwupp, mit einem Schwupps. Und das zweite genauso. Ja, nach 3 Minuten nehmen wir es mal raus. Wie gesagt, es sollte jetzt ungefähr so aussehen wie so kleine Mozzarella-Päckchen oder Mozzarella-Stückchen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Das Eiweiß ist hart und hat eine Schutzschicht über das Ei gebildet, das Eigelb. Und das Eigelb ist noch schön flüssig. Das geben wir jetzt mal auf Zewa, damit das restliche Wasser da rausgeht. So, jetzt werden wir das Ganze belegen. Wie gesagt, als erstes schön den Schinken. Dann noch den Bacon. Zupfen wir so ein bisschen auseinander. Und dann geben wir die Eier drauf. Ja, und ganz zum Schluss geben wir noch unsere Sauce Hollandaise drauf. Ja, wir haben die Sauce Hollandaise drüber gemacht. Wir haben die Sango-Rettichkresse, so heißt sie, drüber gemacht. Einen schönen pfeffrigen Geschmack. Und jetzt probieren wir einfach mal. Also es sieht rein optisch schon total geil aus. Ich schneide es mal von da an. Vielleicht läuft dann noch das Ei. Ja, das Ei gelb. Ist richtig schön flüssig. Herrlich. Und dann probieren wir mal. Das ist echt ein Traum. Boah, ist das geil.
Also zum Abnehmen wahrscheinlich nicht geeignet, aber auch die Sauce Hollandaise selbst gemacht. Der absolute Knaller. Ist der absolute Wahnsinn. Die ist so richtig schön butterig, ein bisschen würzig. Man merkt tatsächlich auch so ein bisschen von dem Essig. Nicht, dass es jetzt stört, aber es passt richtig geil zusammen. Den Bacon dazu, die Butter, alles. Also herrlich. Herrliches Frühstück. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir vor allen Dingen mal in die Kommentare, warum meine scheiß Glasschüssel geplatzt ist. Weil ich dachte immer, Glas kann man doch super hoch erhitzen eigentlich. Ja, wie gesagt, schreibt's mir, gebt mir einen Daumen hoch. Hinterlasst mir, wie gesagt, einen schönen, freundlichen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao.